Ne? Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach nochmal gegen diesen Brückentroll. Mit Gift. Ich habe hier eine mit Gift. Also noch ausgerüstet, weil ich habe vorher nicht gespeichert. Ein Gift. Ja, das habe ich unten in der Leiste drin. Okay, gut, dann mach ich nur das Erste. Oh. Ja, das kann man doch eigentlich sehen. Nein, kann ich nicht sehen. Hier stehen Wasserfässer. Ja, was mache ich denn jetzt? Also zwei Punkte müsste ich wegkriegen. Gut, Sparen. hängst doch wahrscheinlich, ne? Ich gebe dir mal Seelen. Ja, ich habe ja vier Punkte. Ich gebe dir mal Seelen, Partner. Ja. Und ich ermutige noch. Jetzt habe ich zwei Punkte. Gut beenden. Soll ich immer noch da das Gift hinschmeißen? Ja. Jawohl. Ja, warte, mach hier so. Das ist das Gift. Ich kann ihm selber auch noch Jetzt soll mal es vielleicht noch tanken oder so. hier den hier schmeißen, oder ist er zu weit weg? Deswegen tanken, dass du angegriffen musst. Achso. So ein Edge Badge. Das war's schon? So. Bin schon fertig? Ich bin schon fertig. Ach, er steht falsch rum. Der kriegt gleich einen Crit ab. Du kannst zwar bis zu drei Totems stellen, aber dafür müssen wir drei Runden durchhalten. Feuer ist nicht so. Ich weiß. Aber was soll ich denn anders machen? So. Gut beenden. Ich habe jetzt 6 Punkte. Bedeutet, ich beschwöre erstmal meine Inkarnation hierhin. Gift durchdrängen. Ah, sehr gut, sehr gut. So. Anschließend sehe ich einen Elementartotem dahin. Aber das ist ja auch größer geworden. Zumindest sieht es anders aus. Bin hier schon ein bisschen begeistert gerade. So, Machtdurchdringung macht, glaube ich, auch mehr Schaden. Ja, 25% mehr Schaden. Hauptsache, der kleckert nicht mit Gift. Das wäre mir lieb. Und dir gebe ich noch eine Heilung. Ja, nehme ich. Das was gebracht? Naja. Er hat Giftpfeil, meine Reinkarnation. Oh, schön. Au. What? Das ist ungünstig. Es dampft. Ich bin vergiftet. Du bist nicht vergiftet, aber egal. Hä? Oh. Ach, er ist vergiftet. Bin doof. Soll ich mich wegteleportieren? Ich glaube, ich mache einfach Schaden. Mach noch einen reaktiven Schuss. Ah. Das war wohl der Schockfall. Er ist uns gegen alles immun jetzt. Es ging alles Ne, immun? wobei, ne, nicht gegen alles. Hat er noch Dinge? Ah, der hat kein Dollblut mehr. Hau ihn kaputt, er hat kein Trollblut. Gib Gas, komm, Kann ich ihn schaffen. hinlegen? Um. Nein, du kannst ihn nicht hinlegen, das Immun gegen hinlegen. Hau drauf jetzt.
Das ist ein Tank, der macht nicht viel Schaden. Lass mich nachdenken. Ist doch egal. Bevor er wieder, wenn er wieder Trollblut kriegt, ist vorbei. Aber das bringt nicht viel. Jetzt bist du dran. Luft hat er nur 35%. Ich glaube, er ist immun gegen Betäubung. Ich will nicht betäuben, ich will Schaden machen. Okay. Eigentlich möchte ich ja beide Trolle besiegen. Die Giftfläche ist weg. Das ist ja ziemlich ungünstig. Ich habe noch mehr von den Dingern. Ich muss bloß Prinz wieder drankommen. Elektrisch geladenes Wasser. Der hat aber einiges auf sich drauf. Kann man den einfrieren? Nein, er ist genug gegen alle. Mach einfach Schaden. Mal normale Hits, einfach normale Hits. Oh Scheiße, mehr Schaden. Mehr Schaden. 700. Mein Champion ist gleich tot. Alles hängt von Lose ab. Der macht bestimmt gleich wieder Trollblut. Vermutlich. Ich dachte jetzt, er behält die Eigenschaft die ganze Zeit. Dachte ich eigentlich auch. Mit Trollblut kriegt er 1900 pro Runde. Ja, kommt der Sache näher. Was ist passiert? Nicht bewegen, einfach nur schießen. Der Drecksack. Oh, der hat einen Ring. Ja, war doch recht easy, wa? Hä? Oh. Ich muss das immer alles an Lose abdrücken. Ich habe ja eine verschlossene Schachtel. Kann man die kaputt schießen? Ich weiß nicht. Ich gebe das mal drin. Oh. Lass sie kaputt schießen. Ich habe es kaputt geschossen. Da war Gold drin. Ein Silberglas und ein Krug. Okay. So, jetzt haben wir die Quest abgeschlossen, oder? Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem erstmal nach Arx, oder? Arx. Speichern. Oh ja, das ist eine gute Idee. Bevor der Ellie wieder auf komische Gedanken kommt. Das passiert öfter. Und go. Weil hier waren wir noch nie, also keine Ahnung, was hier passiert. Hey, ein Pilz. Rechts hoch oder geradeaus? Da ist der Untote. Ja, geh mal unten lang. Typi. Ach der, den hab ich noch mal nicht gesehen. Das ist der, oh Gott. Das ist der, glaube ich, den wir befreit haben. Ah ja, stimmt. Ich glaub, den müssen wir einfangen, den müssen wir gleich aufhalten. Das ist eine Quest, die wir haben, die müssen wir unbedingt aufhalten. Ja, gut, dann versuchen wir das mal. Ja.
Knochentanz. Ich glaube, das ist ein Nekromant. Der Beetle darf anfangen. Oh, scheiße, Dreck. Das ist Knochenkäfig. Knochenkäfig-Abrüstung. Physische. Für ihn, oder? Für alle seine Verbündeten. Die Beschwörungen sind Level 13. Für ihn auch. Und er ist Level 11. Also er mag Luft nicht. Ja, das Problem ist, ich kann, weiß nicht, ob ich irgendwie eine Luftfläche machen kann. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Soll ich mal pupen? Aber ich sag mal, wie tue ich denn eigentlich so eine Luftinkarnation machen? Dampf. Versuch's mit Dampf. Wasser und ja, Luft. Ich kann keinen Dampf. Setz hier irgendwo Wasser hin und mach Luft hin. Wie soll ich denn Luft hinmachen? Dann kriegst du auf jeden Fall einen Dampf Inkarnation. Wie soll ich denn Luft hinmachen? Druckspitze. Da mache ich auch mit Wasser kein Dampf mit. Also, er hat aber auch Feuer, ist auch okay. Wenn ich das richtig sehe. Du kannst ja diese Wasserfässer ja auch nutzen. Gift ist er extrem immun, das ist ungünstig. Feuer. Du kannst das Blut hier auch unter Strom setzen und dann da Feuer. Die Inkarnation rausholen. Eine Blendgranate, was passiert, Feuer. Was passiert, wenn du die Inkarnation auf Blut setzt? Dann kriegt das so eine so ein Blutding. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich mach's mal. Inbegriff des Champions. Blutdurchtränkung. Ja, doch. Nekromant plus 5, Kriegsführung, maximale physische Rüstung. Okay, Immunität gegenüber Bluten. Kann man. Und ich habe irgendwelche Mückenschwarm. Entfessel und Schwarm Riesenmücken, die Blut aussaugen. Regeneriere Lebenskraft in Höhe des bewirkten Schadens. Okay. Das hätte ja auch eine kombinierte Fläche sein können. Deswegen bin ich vorhin bei Dampf gewesen. Ja, aber Dampf wird mit Feuer und Wasser gemacht, ne? Nur mal so nebenbei. Ach ja, dann wäre es Blitz gewesen. Nein! Ich wollte nicht laufen. Ich hab mich verklickt. Erstmal vorsorgen. Hm. Den letzten Punkt gebe ich mir noch Beschleunigung. Klarer Geist. Ups. Ich könnte euch vorsorgen. Wie stehen die eigentlich zu Feuer? Also der Große geht. Die Kleinen sind gegen Feuer immun. Also mehr immun. Wenn ich das Blut anfeuer, habe ich dann das ganze Blut unter Feuer? Das Blut brennt nicht. Aber ist ja egal. Oh. Der Vordere hat minus 8 gegen Feuer. Hm. Also weil der Anführer an sich ist. Ich mach das anders. So wollte ich das nicht machen. Gut, jetzt brennen alle. Nee, der Anführer nicht. Hat leider magischen Schutz.
der Arme. Ach, Blutnebel gibt's da jetzt. Da hat's ihn reinsetzen müssen. Ey, wieso stehe ich jetzt da hinten? Ich glaube, der mag Feuer da unten. What? What? Herr Piedl? Piedl, du hast ein kleines Problem. Haust du gerade ab oder was machst du da? Nein. Was hast du da? Was habe ich wo? Du bist verwest, also du solltest keine Heilzauber abkriegen. Und du kannst auch deinen Bogen nicht mehr einsetzen. Autsch. Nur mal so nebenbei. Was diese Ketten sind, weiß ich allerdings nicht. Bande der Pein. Pein. Jetzt kann ich so leider. Also hier, als Lose, die das abgekriegt hat. Ziel erleidet Schaden. Gebunden, wenn der das Ziel erleidet Schaden. Wir haben da so ein kleines Problemchen. Ich überlege gerade nach Möglichkeiten. Ganz einfach, mach erst die Kleinen weg. Irgendwie. Ich schmeiß erstmal eine Katze. Vielleicht kann das jemand gebrauchen. Wie lange bin ich eigentlich nur ein Huhn? Ich bin ja auch verwest. Das ist doch ein Skelett, oder ich, nicht? Ich kann nichts tun. Ich könnte heilen, ja. Ja, du sollst keinen heilen, weil wenn du heilst, kriegen alle, die du heilst, Schaden. Hab ich ja verstanden. Ja, ja. Teddy, ich glaube, wir müssen nochmal laden. Das sieht doof aus, ne? Ja, das Platz hat nicht so geil. Bin ich jetzt dran oder was? Nee, ich bin dran. Ich sag, versuch diese kleinen Humble-Männer rauszubringen. Ja, ja, wie? Angreifen, wahrscheinlich, ne? Aber ne, ich glaube, wir müssen mal laden. Aber das sollen wir erstmal durchziehen, versuchen, ob es funktioniert. Wir brauchen auf jeden Fall auch einer unbedingt mit dem Zeug. Polymorph, jetzt habe ich. Auch das war nicht gut. Die Dose hat gerade einen schönen Schaden gekriegt, ne? Hab ich gemerkt. Wenn wir jetzt in der Testphase sind, ja gut. Und Lose kann sich halt nicht heilen. Ist es schlimm, wenn das Vieh stirbt? Nee, ne? Nö. Oder die Katze meine ich jetzt, ne? Oh Scheiße, ich komme nicht ran. Na? Siehst du jetzt noch schlechter aus? Kann der sich teleportieren? Kann der springen? Irgendeinem Grund brennt los jetzt. Ich kann die Armbrust wieder nehmen. Ich kann durchsprinten, ja. Das Problem ist, wenn ich hier mit dem durchsprinte, dann kriegt. Oh, oh, oh.
Los ist immer noch verwest. Ich glaube, Los ist gleich tot. Ich glaube auch. Kannst du den umschmeißen? Den oben. Den oben? Ja. Dafür müsste ich ihn einmal anschießen. Und einmal umschmeißen. So. So, und kannst du Lose physischen Schutz geben? Das kann ich machen. Ich kann dir noch mehr geben. Kannst du auf den hier noch zuspringen? Und dann kannst du noch mal das andere. Beim Sprung? Ach so. Ich mach das so. Das war. So. Das Problem ist. Ja. Da ist sie gestorben. Ihre Verwesung ist weg. Ja, sie ist tot. Ja, dann beleben wir sie. Ja, können wir mal Rasse-Rollen. Warum hast du denn nie welche? Ich hab noch drei. Ich hoffe, du kannst wieder welche bauen. Scheiße, der hat ja. Ja, schade. Hier ist ja. Was? Wieso? Soll ich sie erstmal beleben? Nee, da nicht, ne? Wenn, dann still sie hinter dich. Irgendwo. Und dann mach bitte, wenn du sie hinter dich stellst, den auf dem Stein als erstes kaputt. Also den da. Ob sie von da noch was trifft? Es ist egal, ob sie was trifft, aber die hat keine Leben, wenn sie wiederbelebt wird. Die soll keinen treffen. Wie soll jetzt den nach dem Stein das erste kaputt machen, bitte? Den da. Oh, dann brauche ich noch ein bisschen Kraft. Ob die 300 Punkte schaffe? Ziel ist außer Sichtweite? What? Warum? Das kann ich dir nicht sagen, warum. Also Himmelsschuss oder was weiß ich. Wieso komme ich da nicht an? Ich weiß warum. Da steht im Rauch. Ah, dann schmeiß ich doch in die Nähe irgendwas. Ach nee, dann mache ich Magieschaden. Ist auch doof. Reaktiven Schuss. Dann kannst du Los noch heilen. Das könnte ich alternativ. Dann kann ja, ich nicht mehr angreifen. Ja, egal. Heilen braucht nur einen Punkt, oder? Dann so. Jetzt habe ich wieder einen Punkt übrig. Na gut. Okay, ist egal. Heben auf. Okay, dann lauf weg. Der hat ja gar keinen. Mist, das geht nicht. Wo ist denn eigentlich der Alte? Der. Ach, da drüben. Nee. Hä? Der ist schon tot. Lauf nicht durchs Eis durch. Somit bleibt nur ein Weg. Wenn ich springe, betäube ich die dann mach auch. Mach doch den einfach kaputt. Nein, ich glaube nicht. Einfach angreifen. Meiner macht den Rest. Der ist bald dran.
Alter. Ja, spätestens jetzt. Eingefroren. Yes. Kann ich Zug beenden? So, los. Ach, du schuldest mir noch wenigstens 4 Wiederbelebungsrollen. 4. Ja, hallo? So oft, wie ich die schon gerätst hab. Wie oft habe ich die schon gerät? Weniger? Ich kann nirgends nirgends an. Du hast doch noch 4. Los ab, 4 Dinger. Warte. Ich möchte, dass du die aufteilst. Und ja. Du hast selber noch 4 Dinger. Ja, und jetzt? Du warst halt erst da dran. Würdest dir was ausmachen, wenn du 2 der Rollen an meine 2 Charaktere gibst? Ja. So, da kann ich dich nicht mehr rätseln. Wir kaufen. Arx, kaufen neue Rollen. Wo ist das Problem? Ja, mach irgendwas jetzt. Ich kann nichts machen. Ah, ich kann dich vielleicht noch löschen. Ruckspitze, warte mal, ich lösche dich mal. Ich lösche dich doch nicht. Das Wasser? Ist. Haben wir es denn jetzt, oder? Ja, jetzt habe ich dich gelöscht. Ich werde sparen können, weil ich wusste nicht. Ah, da lebt immer noch. Ja, du das. Jetzt habe ich ja alles Mögliche bekommen. Ja, schieß einfach einmal drauf, Herr. I will reward you in turn. I only wish to regain what was taken. Du bist ja im Gespräch. Let me eat. Ah, los ist gleich tot. Sag mal, was machen wir denn jetzt? Warte, los ist gleich tot. Oh, oh Gott. So knapp. Was hast du getan? Die hat gebrannt. Warum auch immer. Ja, steht denn da? Senkt die Waffen, ich werde euch belohnen. Nein, machst du kaputt. Aber du fressst immer mehr. You deliver a final blow. The beast clatters to the ground. It's hung. Oh, schön. Das ist mit dem schönsten Gericht. Du bist echt so ein Grappler vom Herrn, ne? Pa. Was gab's? Ach so. Das denn? Heil dich mal kurz, ich speichere. Geh mal kurz auf den Schlafsack. Nein. Schlafsack. Na, und was gab's? Ein Stab, der dir gefallen dürfte. Stab, der mir gefallen dürfte. Und Schuhe, die ich nicht lesen kann. Ach, sind hier ein Gefall? Ach, der Fall? Nö, der gefällt mir, wenn ich ehrlich bin, nicht. Konstitution, kann man noch Nekromant? Jawohl. Nee, das interessiert mich nicht, der Stab. Der juckt mich nicht. Was? Dann müsste ich meine 6 Initiative aufgeben. So. Dann würde ich sagen, laufen wir weiter, oder? Ja, warte. Sollen wir erstmal beim Troll vorbeilaufen? Was passiert, wenn ich den da reinmache? Ach, dann ist der Heilzauber weg. Da hat der Prinz kein Heilzauber mehr. Was? Wo vorbeilaufen? Haben wir noch beim Troll vorbei, habe ich gesagt. Ja, sicher. Ich hatte eh mit. Du, das ist eh schon die 3. Aufnahme. Nö, wir müssen nicht nach unten, nach oben laufen. Ich will das noch aufheben. Du hast gespeichert? Ja. Zumindest vorne an der Brücke. Und dann sprechen wir mit dem Troll. Du hast ja eben auch schon angefangen. Was war das? Ich lass mal Prinz reden. Ja, genau. So soon?
Mark ist tot. He shoots you a patronizing smile. The most infuriating smile you've ever seen in all your years on this earth. Good for you. Good for you, Cuckoo. I know you wanted to impress me, and that's adorable. How about... And feel free to cross this dung heap. I'm off to sew an armchair out of Marg's corpse on my new improved bridge. Whoa. Mine. Magischer Stahlhelm. Magische Ringstiefel. Waren die Stiefel eigentlich gut? Der Stiefel. Ich habe doch Stiefel an Lose gegeben. Du musst mir das auch sagen. Ich habe hier gesagt, drei Sachen waren das, ne? Ich kann das nicht riechen. Drei Sachen waren das. Das ist für Finesse. Hat zwei Initiative und drei Ausweichen. Gibt's mal einen Fahrgast. Nur der kann's anziehen. Was hat er jetzt bekommen? Ey, ein Feuerbuch. Hochstufiges Fertigkeitenbuch der Erde. Leer. Und Winterexplosion. Wie? Da hinten steht Etine. Bitte, was für eine Tine? Etine. Das sagt mir nichts. Ja, weiß nicht, da steht in so einem Skelett rum, ey. Ne, Eidne. Eidne, Etine. Eidne. Gespeichert haben sie ja schon, gell? Nein, hab ich nicht.